die 2TV bei Oberhausen feiert und neben mir steht Chris Mega, grüße dich! Hallo ihr Lieben, auch an die ganzen YouTube-Fans, ne? YouTube, geil! Du darfst auch gerne nach Facebook winken. Facebook, ey, da bin ich auch. Ja, ich da bin ich auch. Ey, da sind wir beide. Mit der Wetterprinzessin hast du ja nicht so, das haben wir ja vorhin gesehen. Ja, die ist irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, die ist da hinten kurz abgehauen, dann habe ich sie versucht da einzufangen, ja, und dann ist einmal kurz, war sie kurz weg, aber jetzt ist eigentlich wieder gut, ne? Jetzt haben wir nochmal Glück gehabt. Ich bin auch ganz schön nass geworden, weil ich bin auch immer nach vorne gegangen, so dass nicht die Leute ganz alleine nass werden, sondern ich habe mich auch schon einmal umgezogen. Macht ja nichts. Chris, erzähl uns ein bisschen was über dich. Ja, wo fange ich an? Ja, vor 10 Jahren angefangen mit dem DJ. Ich bin ja auch heute als DJ noch hier. Hab dann 2011, 12 und 13 im Megapark, also unten in der Mega-Arena Musik gemacht. Ja, und dadurch kamen dann halt natürlich die großen Jobs. Ja, und jetzt bin ich heute hier auf der geilsten Party in Oberhausen. Ja, und wer sich jetzt gerade wundert, wer hier durchs Bild läuft, das sind die Hot Bandidos, zu denen aber später mehr. Ja, aber die sind natürlich auch sehr herzlich gegrüßt. Ne? Ja, macht ja nichts. Die kommen gleich noch. Richtig, und das auch mit Live-Ausschnitten. So. Ich hatte beim Interview noch nie eine Flitzerin. Tja, jetzt hast du eine gehabt. Eine Flitzerin. Ja. So, Christian, erzähl weiter. So, alles hat mal irgendwann im Bierkönig angefangen. Nein. Mega-Arena, entschuldige bitte. Asche auf mein Haupt. Ja, okay, der Bierkönig ist auch nicht schlecht, ne? Liebe Grüße an DJ Düse. Dein alter Haus. Nee, ja, dann 2013 war dann für mich auf Mallorca Sense, hab da meine zukünftige Frau kennengelernt. Hab dann ein bisschen zurückgerudert, weil das Tempo da hinten auf Mallorca schon sehr hoch ist. Ja, aber trotzdem jedes Wochenende Endgas. Ich brauch's trotzdem. Aber in der Woche kann ich jetzt ein bisschen entspannter machen. Keine 7 Tage die Woche mehr. Jetzt ist alles so ein bisschen, ne? Das Balsam für die Seele. Du wirst älter, könnten auch andere Leute behaupten. 31. Chris, ich danke dir, wünsche dir weiterhin alles Liebe, alles Gute. Pass schön auf dich auf. Und ich denke mal, wir sehen uns garantiert zum 3. Mal bei Oberhausen feiert. Und ich glaube, da gibt's sogar noch eine kleine Überraschung. Auf die seid gespannt.